Ich bin Langfädel. Und ich werde hier irgendwo pennen. Ich werde hier nach einem kleinen Waldstück suchen gehen, damit ich dort schlafen kann. Und guck mal, mein Fuß ist immer noch kaputt. Das heißt, ich kann immer noch keine Vollfettwanderung machen. Also so einen richtigen Vollfetttouren, die so richtig verfettigt und fettig sind. Das heißt, ich werde jetzt hier irgendwo in der Nähe irgendwas suchen, wo ich pennen kann. Was ich so richtig verpennen kann. Darauf habe ich mal wieder so richtig Bock drauf. Und das Wetter ist voll cool. Da, weil da vorne ist Sonne und ist D3, das scheppert voll cool. Heute ist so ein richtiger D3-Schepperungswetter. Das ist voll cool, ich mag das. Und guck mal, ich habe ihn hier mitgenommen. Ich habe alles dabei oder fast alles. Und ich laufe jetzt nach Richtung da lang. Prüfen, ob mich das zu einem Waldstück hinführt. Ich werde da hinhumpeln, weil mein Fuß ist immer noch kaputt. Das ist voll scheiße, damit rumzulaufen. Aber genau deswegen humpel ich dahin. Ich finde es voll cool, dass wegen Gewicht der Wagen so ein bisschen nach vorne kippt und dass das hier mein Fuß unterstützt, dass ich mich hier dran festhalten kann. Das finde ich voll cool und die ganzen Autos nerven mich. Guckt euch diese voll cool Landschaft hier vorne an. Ich laufe nach Richtung da lang und vielleicht nach links oder so. Und prüfen, ob ich da hinten was finde. Ich möchte einen perfekten Platz finden, wo ich komplett in Ruhe gelassen werde. Wo ich so richtig in Ruhe nächtigen kann. Guck mal, hier vorne ist eine Brücke mit Fluss. Und ich glaube, ich gelaufe nach Richtung da lang. Prüfen, ob da hinten ein voll cool Schlafplatz ist. Weil das werde ich voll cool finden. Weil ich war ein untergewichtiger Spargel gewesen, der sich zu einem übergewichtigen Mutantenspargel entwickelt hat. Weil das ist Weiterentwicklung. Ich habe es mir selbst beigebracht. Ich habe hier eine Bank gefunden. Ich mache hier eine Bierpause. Geprost. Weil das hier, das ist ein richtig chilliger Platz. Der schön ruhig ist und man hört hier die Vögel zwitschern. Das ist voll cool. Deswegen mache ich hier einmal Bierpause. Und weil das so anstrengend mit meinem Scheißfuß ist. Aber ich muss da für euch Content machen, deswegen suche ich nach einem Pennplatz, damit ich noch ein Video-Stuff habe. Ich bin ein Pilzkopf. Geprost! Ich grüße Florian S. Ich grüße Luca B. Ich grüße Chris Baumgärtner. Ich grüße Karl Johnson. Und ich grüße Flix. Auf dich werde ich jetzt zwei Stück machen gehen. Bierpower 1. Bierpower 2. Ich setze die Suche nach meinem Schlafplatz fort. Und das ist voll scheiße, dass hier alles so richtig zugewachsen ist. Guck mal hier, hier vorne ist Gebüsch und so. Das ist voll scheiße. Ich finde hier keinen Weg zum Wald rein. Guck mal hier. Hier vorne ist eine Wiese. Ich bin gerade mit meinem schweren Wagen und meinem kaputten Fuß durch diese ganze Wiese hergehumpelt. Das war voll scheiße gewesen, aber genau, ich habe das Ziel erreicht. Und genau hier werde ich jetzt meinen Schlafplatz aufbauen, wo ich heute pennen werde. Das wird heute so ein richtiger Mikroabenteuer. So ein richtiger Mikrobenabenteuer. So, ich habe jetzt meinen Schlafplatz aufgebaut. Das sieht so aus. Und das ist hier komplett verschlossen. Also außer das hier vorne. Oh scheiße, ich bin jetzt gerade fast über diesen Hering rübergefallen. Das ist cool. Und genau das hier, das ist Wiese. Und so schlafe ich heute hier. Das ist wieder so richtig Feeling. Ich fühle mich besser so. Ich kann draußen besser schlafen als zu Hause. Schreibt mir das ja in den Kommentaren drauf,
ob das bei euch genauso ist. Dass ihr draußen besser schlafen könnt als zu Hause. Das würde mich interessieren. Draußen zu pennen ist viel geiler als zu Hause. Und wer noch nie draußen geschlafen hat, der soll das auf jeden Fall machen. Draußen kann man auf jeden Fall erholsamer schlafen als zu Hause. Weil da draußen ist natürlich. Guten Morgen. Hier, guck mal, die Sonne scheint gegen mein Hirn. Also, wenn ich jetzt so mache, seht ihr das? Das scheint genau hier drauf. Und deswegen auf diese Hirnhautentzündung werde ich jetzt aufstehen. Guckt euch diese ganzen Ameisen hier vorne an, die mich die ganze Zeit hier belästigen. Die haben hier, die klettern hier rum und so. Und hier vorne lag mein Kopf. Und die sind die ganze Zeit über meinen Kopf rübergelaufen und so. Die sind richtig scheiße, diese Ameisen. Die Ameisen müssen weg. Ich bin gerade aus meinem Tarp rausgekommen und das Wetter ist wieder voll cool, weil ich habe meinen Oberkörper nackt. Weil das ist voll cool, wenn der D3 vernünftig scheppert. Das ist mein Frühstück. Ich chille hier barfuß rum und ich habe meine verschwitzte Schiene hier aus diesem Fuß hier gerade ausgezogen. Weil guck mal. Hier kommt D3-Schepperung. Das ist richtig geil. Das klatscht auf meinen Fuß drauf und das befördert den Heilungsprozess. Genau, wegen D3-Schepperung geht das schneller heile, glaube ich. Vitamin D3, das wirkt Wunder. Deswegen habe ich gerade meine Schiene ausgezogen und sitze hier barfuß rum. Weil das ist voll cool Wetter. Weil ich liebe es, wenn der D3 vernünftig scheppert. Es muss mehr D3 auf meinen Fuß gescheppert werden, damit der gesund wird. Ich werde erstmal ein Bier trinken. Geprost. Ich bin ein D3-Schepperungskopf. Es muss mehr D3 von oben runterkommen. Das ist wichtig. Deswegen, ihr müsst auch rausgehen, damit ihr auch die D3-Schepperung auf euren Kopf drauf bekommt. Weil das ist voll cool und gesund und so. Guck mal, da oben ist ein Flugzeug. Der belästigt mich, der stört mich und sowas. Das ist richtig störend und so. Ich weiß zwar nicht, warum die fliegen, aber die fliegen hier rum. Boah, dieser Schatten hier vorne, der kommt immer näher und näher. Das heißt, ich muss jetzt nach da drüben hinhumpeln, damit ich mehr Sonne bekomme. Weil der D3, der muss vernünftig scheppern. Wieso? Ich bin gerade von da drüben, wo dieser Schatten da scheint, wo die Schattengrenze ist, nach hier hingelaufen, um hier rumzusitzen. Genau. Bier trinkend. Geprost! Und wo ich mich gerade befinde, das ist eine Kuhweide, keine Wiese. Genau, hier laufen normalerweise Kühe rum, aber heute nicht. Deswegen ist das hier mein Schlafplatz. In einer Kuhweide ohne Kühe. Aber die ganzen Kühe, die laufen da ganz hinten rum. Da hinterm Baum, da irgendwie da ganz hinten. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber genau, da laufen die ganzen Kühe rum gerade. Und deswegen bin ich jetzt gerade hier ohne Kühe auf Kuhweide drauf. Das wäre voll cool gewesen, gerade das zu machen. Das kann ich bestens empfehlen. So, ich sitze hier. Aber guck mal hier. Guck mal, hier vorne ist überall Schatten. Das heißt, dieser ganze Schatten hat sich hierher gezogen. Das ist voll scheiße. Das heißt, ich muss, wie heißt das nochmal? Meinen Platz nach da vorne hinschieben, wo der Baum ist. Den Nebenbaum habe ich schon mal gepinkelt. Vorhin.
Und genau dort werde ich mich jetzt hinsetzen. So, ich bin gerade aus diesem Schattenspalt hier rausgegangen. Und jetzt sitze ich hier neben dem Baum, neben dem Pissbaum. Da habe ich ganz viel Urin gemacht, neben dem Pissbaum. Das ist ein richtiger Weidenpissbaum, wo Natururin Urin macht. So, es sind jetzt über 24 Stunden rum. Ich werde jetzt mal Schlafplatz zusammenbauen und nach Hause fahren gleich. So, die Sachen sind gepackt und ich laufe jetzt in Richtung Bahnhof. Oder beziehungsweise, ich glaube, ich laufe jetzt erstmal zum Dönerladen, zum nächsten Dönerladen. Genau, um dort Döner zu essen, bevor ich zum Bahnhof laufe. Genau, das mache ich jetzt, weil ich habe Hunger. So, da hinten habe ich gepennt und jetzt geht zurück nach Richtung da lang. Weil da lang ist Haltestelle. Und ich habe Schluckopf oder wie das heißt. Ich hab die ganze Zeit Schluck auf oder wie das heißt. Und ich laufe jetzt erstmal zum nächsten Dönerladen. So, ich bin jetzt gerade beim Berlin-Döner angekommen. Und ich muss sagen, vor ein paar Jahren habe ich hier schon mal gegessen. Und der Döner war richtig geil gewesen. Deswegen werde ich heute jetzt genau hier auch nochmal einen Döner kaufen. Genau hier. So, das war voll cool Döner gewesen. Und jetzt bin ich auf dem Weg zum Bahnhof. Genau. Um dort dann gleich Zug zu fahren, nach Hause. Guck mal hier. Ich bin jetzt gerade hier an diesem Bahnsteig angekommen. Und mein Zug, der fährt in einer halben Stunde. Ich werde jetzt auf den Zug abwarten, bis der kommt. Und guck mal, ich werde jetzt von einem Zug belästigt. Das ist ein Güterzug. Der Zug hat mich gerade belästigt. Boah, das war nicht mein Zug gewesen. Oh ja, das hier vorne ist mein verschmierter Zug, wo ich jetzt einsteigen werde. Mit diesem Zug werde ich jetzt rumfahren. So, ich bin schon wieder zu Hause angekommen und ich habe eine richtig widerliche Auffälligkeit. Und zwar, ich habe zwei Zecken gefunden. Die eine befand sich auf meinem Bauch und die andere befand sich direkt auf meinem Sack. Und das war so richtig widerlich gewesen, das rauszuziehen. Das hat mich so richtig belästigt. Ich mag keine Zecken. In diesem Video habe ich auch alleine Biwak gemacht. Bloß 48 Stunden lang, also die doppelte Länge. Deswegen gebt euch das.